So, let's go, ladies and gentlemen. Hallo und herzlich willkommen hier zum ersten Mal zu Octodad Deadliest Catch Ever. Ich sag jetzt einfach mal ever. Ja, neues Spiel, neue Serie, nachdem wir Sniper Elite Force 2 tödlich beendet haben. Octodad, mal ein etwas, ja, mal wieder ein etwas anderes Spiel. Nicht mal immer diese Schießspiele hier, das gefallen bestimmt. Irgendwelchen da draußen gibt es vielleicht, die dieses Mal nicht mögen. Und jetzt kommt mal was Lustiges wieder. Also, nicht viel gelabert, labert, sondern wir starten. Es geht, wie ich erahnen kann, um einen Tintenfischvater. Also wir spielen einen Tintenfischvater. Wobei ich irgendwie das sehr komisch vorstelle, dass die Frau jetzt irgendwie einen Tintenfisch heiratet, aber es gibt Leute, die töten, die küssen Tote. Was? Nein. Ja, wo sind wir denn? Hält das um alles in der Welt hält ihn bloß auf. Herr Bräutigam, sind Sie bereit? Warum ist das so normal für den, dass bewege die Maus, um Octodads Arme zu steuern? Ach du meine Güte, was ist das denn für eine Kacksteuerung? Entferne das Gerümpel vom Tisch. Entferne die Kissen. Ergreife etwas mit Linksklick. Oh mein Gott! Hä? Halte die rechte Maus, das gedrückt und bewege die Maus. Hä? Sag mal, was? Halte die rechte und bewege die Maus oder? Guck, hier. Ja. Nein. Jetzt. Okay. Ja. Oh. Cool. Drücke die mittlere Maustaste, um die Leertaste, um in den Beinmodus zu wechseln. Ja, und wie funktioniert der? Wenn du die rechte hebst, so langsam dein rechtes Bein. Wenn du die linke Maustaste hebst, du langsam dein linkes Bein. Ja? Oh mein Gott. Heilige Kacke. Ach du meine Güte, die Steuerung ist ja mal übel, der. Okay, wir haben einen Spagat. Okay. Nein. Ja. Yes! Krawatte. Okay. Und jetzt? Geh durch die Tür. Oh, Scheiße. Okay, und wie? Okay, gut, ja. Aha! Okay. Oh, das ist irgendwie nicht gut. Finde und trage einen Frack. Okay. Oh Gott. Also die Steuerung ist ja echt... Die ist ja schrecklich. Hande. Was ist das? Finde und trage einen Frack. Okay. Oh nein, wir brauchen schon wieder einen Flügel. Oh Gott. Nein, bitte nicht die Torte. Um Himmels Willen. Ach. Okay. Ja, genau. Okay. Ja, komm. Mach die Tür. Ja. Okay. Könnten wir da einfach reingehen? Könntest du einfach deinen schleimigen Fuß... Yes! Wie bitte? Okay. Oh mein Gott. Die Steuerung ist so... Die ist so gut. Okay. Oh mein Gott, ich bin ja relativer Profi, was das angeht. Wie bitte? Los. Danke. Finde die Frackschleife. Komm, die wird da bestimmt sein. Komm, natürlich wird die da sein. Warum noch immer Bananen liegen? Frag mich bitte, warum Himmels will nicht, warum da Bananen liegen.
Oh, der hat mich. Ach so, damit ich hinfall. Oh Gott, das ist so komisch. Aber es ist irgendwie witzig. Könntest du bitte kommen? Jetzt komm. Nö, wir machen einen 360. Das ist irgendwie. Okay, sind wir irgendwie. Okay. Nein, bitte. Hör auf, immer alles umzuschmeißen. Mein Gott. Nein, du sollst die Klinke nicht essen. Hat jetzt die. Oh Gott. Okay, gut. Dann geht die Tür nicht auf. Dann müssen wir anscheinend. Wir müssen. Okay. Hör auf, diesen Altar zu besteigen. Warum die auch immer an. Okay, jetzt komm. Komm. Ja, genau. Sag mal, du kleines, dummes Stück Brot. Um etwas zu werfen, lässt dein. Was lässt du ein Objekt los, wenn du deinen Arm bewegst? Ah, okay. Das interessiert mich eigentlich relativ gar nicht. Das wollte ich eigentlich jetzt gar nicht. Ja, komm hier, nimm sie. Binde dir die. Und wie zum Teufel soll ich das machen? Aha, ja, okay, gut, ich kann hier so. Sieht irgendwie so halb aus wie eine Axt. So. Binde dir die. Okay. Okay, so, jetzt haben wir einen Spiegel. So. Nein, warte, hier, vorne. Yes! Komm unter der Korridor vor. Ja, und? So, jetzt musst du nur noch. Genau, wir können auch rückwärts in den Raum gehen. Halte die rechte Maustaste gedrückt. Um deinen Arm zu. Verarsch mich nicht, du dummes Viech! Wie? Was machst du denn? Könntest du dich bitte mal umdrehen, du dummes Stück? Danke! Okay, ja, gut. Geh zur Kapelle. Okay, ich komme. Die Leute beobachten dich. Wenn du Mist baust, baut dich Misstrauen auf. Wird das Misstrauen zu stark, wirst du ertappt. Entschuldigung? Geh ohne Unfall! Das ist ein Witz, oder? Ja. Irgendwie bin ich ein Idiot. Irgendwie bin ich ein ziemlicher Idiot, was das angeht. Nein, hör doch auf, alles kaputt zu machen. Ja. Okay. Wo ist dein Trauzeuge? Ausflutschblume. Oh nein. Wo ist er denn? Oh, okay. Ja. Alles kein Stress. Tada! Okay. Baby. Danke. There. Oh, Entschuldigung. Da, könntest du bitte dein. Das. Guter Ring. Oh, ist das gut. Also, die wissen anscheinend gar nicht, dass ich ein Oktopus bin oder was. Fällt nicht auf. Oh Gott. Schleimig. Oh, ist das Spiel lustig. Ich glaube, ich werde einige Male bestimmt daran verzweifeln. Ich kann es mir gut vorstellen. Ich bin jetzt schon verzweifelt. Kann ich jetzt schon steuern?
Nein, kann ich nicht. Schade. Oh Gott, es ist gut. Das gefällt mir. Oh ja. Es ist mal wirklich eine Abwechslung zu Ballerspiel und Gruselzeug. Ja. Es ist... Denn... Genau, keiner erwartet irgendwas. Könnten wir bitte das überspringen oder so? Ich meine, ich gönne den alles. Da ist ein Toast, an dem wir jetzt vorbeifliegen. Wieso eigentlich? Wieso? Kann mir jemand mal die Vorgeschichte erzählen? Einfach mal so die Vorgeschichte. Weiß man nicht. Ist halt, passiert halt. Ist halt einfach passiert, dass auf einmal da ein Oktopus ist, der Mensch ohne was. Ach, keine Ahnung. Wir spielen einfach, wir haben Spaß. Ihr habt Spaß. Oh. Sind wir tot? Oh, nein. Okay. Ach so. Okay, warte, wir müssen mal hier. Nein. Oh, danke. So, weg mit dem Bild. Dummes Bild. Kann ich gebrauchen. Hey, guck mal. Oh, wir haben sogar Kinder gemacht. Also, der Storch hat Kinder gebracht. Daddy. Auf jeden Fall. Ein Baumhaus. Ah, stimmt. Kaffee. Danke. Du sollst dich... Ich arbeite nebenbei noch an einem kleinen... Ah. Oh, nice. Verwirrtes und besorgtes Blub... Oh! Hab ich die etwa auf den Popo ge... Okay, ich... Hast gerade... 2 Wochen bin ich wegen eines Aufzeit... Oh, das ist nicht gut. So. Ja! Oh. Nein. Nein. Natürlich, koche Kaffee. Oh, ich brauche da oben. Oh mein Gott, man muss mich verarschen. Nein. Hush you. Okay. Da rein. Ach so. Okay. Okay, müssen wir jetzt den Knopf drücken? Könntest du... Ja! Mm. Mein Druck hat keine Tinte mehr. Wir haben doch noch irgendwelche, oder? Klar. Könntest du Stacy bitte ihre Milch bringen? 30 Meter groß? Alles klar. Dein Schnurrbart ist schon wieder... Hervorragend. Warte, Milch? Wo ist Milch? Wo ist Milch? Nicht im Kamin, du Pfeife! Ja. Da könntest du... So, okay. Du sollst nicht verschütten, ne? Okay, ja, aha. Schön. Ja, ich... Mach dir nichts draus. Ich mir ist warm. Oh, ist das gut. Oh, ist das gut. Hat mich gerade jemand... Ach so, ja. Da, hier. Hast deine dumme Milch. Gieße. Oh, scheiß doch diese Wand an. Ich hab gedacht, ich muss dir... Klar, Schatz. Wo ist denn hier eine Tasse? Oh mein Gott. Was ist eigentlich dein Problem, Mann? Könntest du aufhören, irgendwie irgendwas zu machen? Oh Gott, das ist wirklich... So, Kinder, wo ist eure Tasche? Warum wir... Wo? Ach so, sie hat die Tasse in die Hand. In die Hand hat sie ihre Tasse. So. Also, Süßer hier.
Oh, Entschuldigung. Jetzt hör auf ihn zu fallen. Yeah! Weißt du, meine Knochen komplett aus Stahl. Ja, ja, klar. Alles klar, ich komme. Oh. Nee. Okay, gut. Wisst ihr was? Wisst ihr was? Wir machen hier ganz kurz Pause. Oh, das Spiel wird geil. Ich bin mir sicher, dieses Spiel wird geil. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hatte es gefallen. Und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video bei Octodad, The Deadliest Catch, mit mir dabei seid. Mein Name ist Ben und ich sage für heute auf Wiedersehen. Tschüssi!